Okay, dann geht's los und damit herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten dieses Jahres verfügbaren Fortnite Weihnachts-Event. Und heute ist eine Special-Folge, denn ich hab's oft erwähnt: Battle Pass kommt, Battle Pass bekommt, Battle Pass Kauf kommt. Jetzt kommt er in dieser Folge und wir öffnen zwei Geschenke. Leider habe ich einen Epic Games Store Spiel verpasst. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, welches ich verpasst habe. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen Neighbor bekommen. Und wir dürfen zwei Geschenke öffnen. Und ich hoffe, wir dürfen mal endlich das öffnen. Nee, immer noch nicht. Dann müssen wir hier die öffnen. Und zwei Stück haben wir offen. Damit können wir das hier öffnen. Ist ein Würfelvermünz Vermöbler von Dolph. Wer ist Dolph? Und als zweites dieses Geschenk und dann haben wir alle normalen abgeschlossen. Und da drin ist Mary Beesmas und ein Banner von der Star Wars Reihe. Okay, wir haben jetzt einiges an Zeug bekommen. Ich kann die Sachen hier gerade nicht finden. Da ist auf jeden Fall der Banner. Mit einem Geschenk. Wir nehmen kurz mal den Strumpf auseinander für die neue Mission. Zerstöre Schneeflockendekoration. Oh, das gab's schon letztes Jahr. Und ich suche Kühlboxen. Okay. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir das Geschenk nicht öffnen können. Oder haben wir das schon geöffnet und das sind nur die Verpackungen davon? Auf jeden Fall haben wir alle geöffnet anscheinend, wenn das nicht gilt. Und können, wie das schon steht, morgen es öffnen, an Silvester. Zum Ende des Jahres kommt dann das letzte Geschenk, aber das ist auch die letzte Folge. Also das Geschenk werde ich nicht mehr zeigen. Denn für Silvester möchte ich Sondervideos aufbereiten, in denen ich jetzt, wie das Jahr war und so. Auf jeden Fall, ich bin jetzt schon in der Zeit zurück. Aufgrund der Vorbereitungen dafür. Und der Mann tut mir sowieso schon leid. Wir verlassen die Lost Stage. Und jetzt ist es soweit. Battle Pass. Du wirst nun gekauft. Battle Pass freigeschaltet. Ich habe mein Versprechen gehalten und wir kriegen all die Belohnungen, die wir jetzt bisher verpasst haben. Bergsiegerin, den Truck, den Rucksack, neuer Mode. Jetzt wird natürlich mein Spind überfüllt sein. Springflut, Angeläxte, ein richtig schönes Spray, Nussknacker, komische. Ein Schattenschlepper. Das ist dieses Boot. Ach, der Emote. High Five. Den mag ich. Ein Banner. Der Glibber. Ein Skelett mit Windigel. Bienen, weg damit. Die Schlürfspur. Ein weiteres dieser komischen Bilder, die ich nicht so mag. Glibber. Eine Flagge. Oh ja. Und der Emote. Der ist richtig cool. Das ist nämlich der Anfangssong. Und dazu tanzt man dann. Allein dafür hat es sich gelohnt. Wow. Wow. Das ist mega für mich. Ich habe ja mit Season 6 richtig begonnen. Und das ist ein richtig cooles Bild. Climely und McCree nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil er eindeutig an den Overwatch McCree angespielt ist. Zusammen in einer richtig coolen
Bild, das rüste ich mir auf jeden Fall aus. Gleich. Und hier neuer Banner. Die Banner brauche ich nicht. Nullpunkt. Da haben wir so einen Risseffekt. Okay. Einer der Halloween-Gegner. Sensenmann. Der Kleberprügler, den sich immer verändert. Dann die Medizin-Dame. Mit denen spielen gerne die Spieler, die anderen Spielern helfen. Die Gegengift. Sky Season. Okay. Shimano. Die wickelige T-Pose. Ich habe ja auch die normale T-Pose. Die kam von allem damals raus, als SMG4 sein T-Pose-Act hatte. Mit Waluigi-Act. Und da war es für die Fans natürlich was ganz Besonderes, diese T-Pose. Lol, das Ende! Oh, ich liebe diesen Soundtrack! Das Ending war auch cool gemacht. Boah, die Musik ist gut. Die stelle ich mir rein, wenn das Weihnachtszeit-Event vorbei ist. Er spielt sogar komplett richtig. Und genau dort in der Melodie ist, dass die Rakete unterkracht. Spätestens da wusste jeder, das war, ist der Untergang. Abspielen und von vorne anfangen. Coole Aussage. Die Musik ist echt gut. Das muss ich sagen. Sorry, dass ich sie jetzt etwas länger laufen lasse. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Mecha Infinity. Eine weitere Picke. Zwinker. Der Achtergleiter. Ein Season X Bild. Was soll man das darstellen soll? Ein Achterbanner. Der Hula Hoop. Es gab hier noch einen anderen ähnlichen Emote. Dann haben wir den Achtertypen, der einen coolen Bug mit den Star Wars Items hat. Der seinen Skin dann voll komplett verändert. Die Kugel, Kehrwende, Achterball, gestreifte Schlitzer, wie sind die cool. Dann Spectium, Driftbank und 800 V-Bucks und damit erhalten wir den kompletten Kaufpreis fast zurück. Aber ich krieg schon noch den kompletten. Einfordern. 46 Gegenstände. Bald schalten wir auch weitere Belohnungen an. Frei. Den Skin hätte ich noch gerne. Der ist nämlich richtig cool gemacht, meiner Meinung nach. Die andere Form natürlich nicht. Hier ist auch eine Gans Party oder so. Da heißt es natürlich privat spielen. Aber jetzt spielen wir weiter. Ach ja, und in den Shop sind endlich diese Baro-Kumpels gekommen, die schon seit Season 7 im Spiel sind. Die sind sozusagen eine kleine Erinnerung daran. Wir gehen rein und machen die Runde. Die finale Runde dieses Jahres. Oder auch nicht. Na, dann gibt's eben diesmal kein Gameplay. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zusehen. Das ist sozusagen noch ein kleines Versprechen gewesen. Dass ich den Battle Pass geholt habe, dieses Jahr noch, habe ich eingelöst. Und somit ist das auch für mich beendet. War etwas schwer. Aber trotzdem geschafft. Danke fürs Zusehen. Bleibt sozial. Lasst ein Abo da. Und bye. Wir sehen uns im nächsten Jahr.